Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dawn of War Dark Crusade. Letztes Mal haben wir den Orks gezeigt, wo der Hammer hängt, und dieses Mal werden wir versuchen, die drei Territorien hier oben zu erobern: die Angmar-Wüste wegen dem Cyber, die Hyperion-Spitze wegen der Sturmbasis und die Janos-Savanne wegen dem Hellfire-Cybot. Das ist so ein bisschen der Plan. Und wenn man hier mal drüber schaut, dann ist das auch die letzte Ehrengarde-Einheit, die ich haben will. Landspeeder ist mir ein bisschen zu zerbrechlich, auch wenn es eine sehr coole Einheit ist. Ja, und Sturmspace Marine ist so und so mein Sorgenkind jetzt schon. Veteran wäre eigentlich eine Möglichkeit. Das Geile an dem Veteran ist halt, dass er mit einer Waffe ausgerüstet werden kann, aber ja, das ist jetzt gerade so und so ein bisschen weit weg. Ja, und das nächste Ziel dann natürlich die naheliegenden Festungen. Zunächst erst einmal wahrscheinlich die Necron-Festung, wenn wir jetzt hier so rumgehen und dann eventuell über den Raumhafen, über den Veteranen sozusagen. Da müssen wir dann einen kleinen Umweg gehen zum Tau. Ja, so wäre in etwa der Plan, wie ich es mir im Moment vorstelle. Ob ich es dann auch so mache, werden wir sehen. Die Angmar-Wüste. Die Angmar-Wüste ist sicherlich nicht so dicht bewohnt wie Taschen im Norden. Nichtsdestotrotz trägt sie viele Zeichen der Tauindustrie. Die regionale Hauptstadt Yandus ist ein belebtes Industriezentrum und zahlreiche kleinere befestigte Städte befinden sich im trockenen Landesinnern. Die westlichen Gebiete der Zentralwüste des Planeten umfassen sowohl Meere aus Sand als auch Küsten aus felsigen, von Wind geformten Bergen. Massive Sandstürme bedecken diese Region in regelmäßigen Abständen. Und den Bericht des Adeptus Ministratum betreffend der Untersuchung des Planeten Kronos im Ultima Segmentum könnt ihr euch dann selber durchlesen, wenn ihr wollt. Alles klar, los geht's. Also nochmal ein Ork, ziemlich hohe Stärke, Stärke 8 hier. Also mindestens zwei Basen und wahrscheinlich auch ein bisschen Ehrengarde, Verteidigungsgedöns. Bei den Orks zum Glück nicht so schlimm, die haben nur diese Walk-Banner, die die auch brauchen für ihr Bevölkerungslimit, glaube ich. Ist also theoretisch machbar. Ah ja, die Karte kenne ich. Wie kann ich euch helfen? Ja, und wir machen einfach das, was wir immer machen. Wie kann ich euch helfen? Warum? Weil es funktioniert. Ich bin hier, Das um beste euch Argument zu dienen. überhaupt. So, Das was brauchen wir denn noch? ist eine Der Aktion, auf die wir brauchen. Nahkampf. Wie lautet der Befehl? Wie lautet der Und Befehl? hier nehmen wir wieder den Scouts Raketenwerfer. bereit. Ja, die Scouts Kontrollpunkt gehen cappen. identifiziert. Infiltriere feindliches So Territorium. weit so Kontrollpunkt Standard. Auch identifiziert. das, der Cyborg, Servitor Servitor müsste schon fertig sein. Cyborg kommt dann Scouts noch. Freue ich mich Eingangsbereich jetzt schon drauf. Immer wieder schön. Infiltriere feindliches Sollte denn die Ehrengarde Territorium. noch was übrig lassen? Kontrollpunkt Ja, ich habe identifiziert. zwischenzeitlich auch mal probiert, das Ganze auch schwer zu spielen. Und da sieht man die Unterschiede doch recht deutlich. Also es ist um einiges härter. Dann packen wir mal die Ladung dran und dann setzen wir uns ab. Auf mein Kommando. Hoffnung ist der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung. Und einmal weggeschnetzelt. Gibt mir irgendwie ärgerlich. Du kannst dich direkt hier dem widmen. Oh, ganz gefährlich. Der Junge macht erheblichen Schaden. Hammer's? Hammer, sehr schön. Dann einmal weiter, bitte. Können wir schon? Wir können schon. Ja. Das wird natürlich nicht funktionieren. So, da sollten wir es auch schon jeden Moment erledigt haben, dieses Ork-Problem hier. Jawohl. Ja, was ich sagen wollte, ich habe es auch mal auf schwer gespielt zwischenzeitlich und auch Soulstorm mal auf schwer gespielt und das ist doch ein erheblicher Unterschied. Also es ist wirklich schwerer. Und zwar habe ich da mit der Imperialen Armee gespielt, was auch ziemlich heftig war. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es nicht wirklich hinbekommen.
Und ich finde die durchaus etwas schwer zu spielen. Okay, das sind auch schon mal Orks, das heißt, irgendwo hier müssen sie ihr Lager haben. Checken mal ab, ob sie oben ist. Also entweder hier oder hier, nehme ich an. Ja. Werde getroffen! Bleibt wachsam, Brüder! Ein freier Verstand ist wie eine unbewachte Festung mit offenen Toren. Der Gegner muss in der Nähe sein. Geht vorsichtig und tragt eine große Waffe. Also müssen wir hier hin. Und du bist eigentlich irgendwie hart falsch. schießen solltet ihr eigentlich. Nicht da rumeiern. Ah, es sieht fast so aus, als würden wir das mal wieder nicht brauchen. Bauroutine 721 eingeleitet. Ich nehme die Herausforderung an. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Ketzerei entspringt aus Müßigkeit. Ja, 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 da sind sie schon wieder, meine ganz besonderen Freunde, die Orks. Stormboys sind halt extrem nervig. Hast du die Melderladung dran geklatscht? Hast du. Gut. Dann ist das in Ordnung. Jetzt sind sie im Nahkampf, das ist halt einfach extrem nervig. Hier bloß nicht irritieren lassen, die hauen wir einfach mit dem Schmetterschlag weg. Und da war es das auch schon mit dem HQ. Schnelles Spiel, Cyborg verdient, yay, jetzt haben wir also ab sofort auch noch ein Cyborg Nähe Garde, den sacken wir natürlich gerne ein. Und hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir verstärken, weil ab sofort sind wir natürlich auch für den Tau ein potenzielles Angriffsziel. Und die haben ja jetzt nicht viele Gebäude gebaut, muss man dazu sagen. Also wir hauen ein Cyborg rein und was noch? Eine 40 Sprungmarines könnten wir uns leisten oder ein Servitor. Puh. Haben wir schon viel gecapped, ne? Also nehme ich mal die beiden Servitoren. Gut, dann ganz wichtig, zwischenspeichern. Also es ist mir wirklich fast... Ich sehe das jetzt nicht, weil ich natürlich dafür sorge, dass das weitgehend verborgen bleibt, aber das Spiel stürzt leider immer wieder ab und das ist wahrscheinlich das Resultat des Aufnahmeprogramms, das ich hier verwende. Ja, und jetzt die Hyperion-Spitze. Die Hyperion-Bergkette ist ein Ort des intensiven Bergbaus aus der imperialen Ära. Sie trägt die tiefen Narben von massiven Ausschachtungen und Raubbau. Selbst nach Jahrtausenden sind die Einschnitte in der Landschaft noch leer. Die Hyperion-Spitze ragt aus den trockenen Weiten der Zentralwüste heraus und bildet eine Barriere vor den tiefen Dschungeln der grünen Küste im Süden. Alte Bergbaustollen und Steinbrüche finden sich hier an den kahlen Nordhängen, während mehrere Flüsse von den Südhängen in den Dschungel fließen. Und den Adeptus Mechanicus Bericht könnt ihr euch mal selber durchlesen. Im Grunde geht es darum, dass da eine seltene alte Maschine gefunden worden ist, wenn ich mich recht entsinne. Oder? Ne, das war ein anderer. Oh, STK sogar. Cool. Naja, könnt ihr euch wie gesagt selbst durchlesen. Soll ich ja nicht mehr zeigen. Also... beschränken wir uns auf das schnöde Abschlachten des Gegners. Obwohl die örtlichen Arbeiter es nie wirklich begriffen hatten, umfassten die Minen der Hyperionsspitzen auf Kronos leistungsfähige Erzgewinnungsmaschinen, die von den marsianischen Techpriestern dort zurückgelassen worden waren. Diese antiken erzverarbeitenden Fabriken gewannen während des Dunklen Kreuzzuges eine immer größere Bedeutung. Denn genau diese Maschinerie konnte mit relativ geringem Aufwand umgestellt werden auf die Produktion von militärischen Gerätschaften oder von Einzelteilen, die auf dem Schlachtfeld zusammengebaut werden konnten. Jene, die diese Fabriken unter ihrer Kontrolle hatten, erlangten daher rasch die Fähigkeit, sehr schnell Sturmbasen zu bauen, mit denen sie auf Kronos vorrücken konnten.
Die Berggipfel waren jedoch ein schwieriges Kampfgebiet, das weit von den üblichen Versorgungswegen entfernt lag. Alle, die versuchten, die Minen zu erobern, waren gezwungen, eine einzelne Panzerkolonne zu schicken, die alle feindlichen Gebäude vernichten sollte. Ohne Verstärkung waren die Panzerkommandeure jedoch auf sich allein gestellt. Ja, hier sehen wir das schon wieder. Es ist eine etwas besondere Mission. Wow. Wow. Zerstören Sie alle feindlichen Gebäude. Und wir haben keine... Wow. Okay. Wir können aber schon Punkte einnehmen, ne? Boah, jetzt muss ich erstmal sortieren, das ist ja krass. Zwei Land Raider. Na, aber wir können... Okay. Das ist etwas verwirrend. Wir haben jetzt mehrere Skriptoren auch. Fürchtet nicht die Psioniker. Das heißt, wir müssen uns eigentlich auch genau überlegen, wer hier mit wem zusammengeht. Boah, ist das cool. Aber hier muss echt massivster Widerstand dann sein, wenn man sich anschaut, was wir hier alles an Einheiten haben. Warte mal, die werden wir mal nicht upgraden. Ganz wichtig hier die Sturmkanone. Was soll ich tun? Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Die können wir fast Captain schicken. Dann können wir zumindest verstärken. Der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung. Das ist ja echt krass. Also so eine Streitmacht. Kann mich gar nicht entsinnen, wenn ich die mal gehabt hätte. Ich bin bereit. Der Glaube ist nur rein, wenn wir haben drei Skriptoren. Drei. Boah, der ist ganz schön luschig. Unser ehrengarter Skriptor, wenn wir mal ehrlich sind. Fürchtet nicht die Psioniker. Mit meinen Brüdern verehrt den unsterblichen Imperator. Verfügt über mein Wissen. Ein freier Verstand ist wie eine unbewachte Festung mit offenen Toren. Okay, dann marschieren wir mal los. Jawohl, eure Herrlichkeit. Festigen Position. Wie lautet der Befehl? Wie man hier erkennen kann, verfügen wir... Also ich konnte mich überhaupt nicht an die Mission erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb jetzt auch hier die Irritation. Heute wird der Feind die drei Säulen heute. Ich bin bereit. Deshalb auch meine Irritation hier. Und ich nehme mal an, der große Feind wird einmal mehr die Wegfindung sein. Und dann setzen wir einfach unsere gepanzerte Faust hier ein, wo wir schon von Panzerkolonne reden, warum nicht? Den hier brauchen wir für die Heilung. Und den Servitor für die Reparatur. Und hier ganz wichtig, unser einziger Mann mit einem Raketenwerfer. Wo ist er denn? Da. Durch Disziplin werden wir siegen. Geht's denn hier weiter? Komme ich da überhaupt runter? Ich versuche noch zu checken, wie hier das beste Vorgehen ist. Glaube und Pflicht. Einverstanden. Immer aufmerksam. Waffen sind scharf. Es wird Zeit. Ich nehme die Herausforderung an. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Kommen wir denn hier rein? Da kommen wir irgendwie... Ich verstehe immer noch nicht so richtig, wie die Karte überhaupt aufgebaut ist. Also wahrscheinlich wird das hier so ein bisschen auf diese zerklüftete Landschaftskiste hinauslaufen. Der Gegner scheint da auch aktiv zu sein. Höhere Tech-Stufen scheinen nicht erlaubt zu sein. Bedauerlicherweise. Ah, da sind wieder ein paar Gegner. Nicht wenige, wenn wir mal ehrlich sind.